Hey Leute, Chris von Epolos TV hier und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top YouTuber. Diese Woche haben wir eine kleine Überraschung, sag ich mal, weil ich präsentiere heute 5 Leute. Und ja, das mehr seht ihr später. Vorab möchte ich erwähnen, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben gehabt, weil ich heute mal professioneller an das Video herangehen wollte. So, also, erstens, ich bitte euch, bewerbt euch nur für eins, also entweder für den Top-Newcomer oder den Top-YouTuber. Bitte nicht schreiben Top-Newcomer oder Top-YouTuber, sondern entweder Top-YouTuber oder Top-Newcomer, nicht beides. Weil sonst macht diese Wahl noch ein bisschen schwerer, weil ich dann, ich gebe ja einen Hashtag Top-YouTuber, dann sehe ich euch da. Gebe ich Top-Newcomer ein, dann sehe ich euch da nochmal. Das ist zwar für euch dann die Chance höher, aber es bedingt höher nur. Also ist für mich echt nicht so nice, wenn dann da immer doppelt die Leute stehen. Okay, dann habe ich öfter gesehen, also mir ist nämlich aufgefallen, es haben viel mehr Leute mitgemacht, als ich gesehen habe, als wo ich halt Top-YouTuber, Hashtag Top-YouTuber eingegeben habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass ein paar Leute Top-YouTuber abgekürzt haben oder Top-YouTube nur geschrieben haben oder so, also nur Top-YT, RYT. Deshalb bitte ich euch, bitte schreibt wirklich Hashtag Top-YouTuber, komplett so wie es Titel immer steht, weil sonst finde ich euch nicht. Weil ich gebe wirklich Hashtag Top-YouTuber in meine Suche ein und gehe dann jeden einzelnen durch und schaue mir den an. Also bitte, wirklich Hashtag Top-YouTuber eingeben. So, des Weiteren ist mir aufgefallen, diese Folge gab es überhaupt keine Designer. Also Designer können sich wirklich auch bewerben mit Hashtag Top-Designer. Ich habe diese Folge keinen gefunden. Ich bin wirklich jeden Kommentar nochmal abgegangen. Aber ja, also es gab keinen. Und dann wollte ich halt noch dazu sagen, dass wenn sich kein Designer bewerbt mit Hashtag Top-Designer, dann gibt es einfach einen Top-YouTuber mehr. Also dann pushe ich einen Top-YouTuber mehr. Und was ich neu eingefügt habe, weil mir echt aufgefallen ist, manche sind echt aktiv, da habe ich jetzt eingefügt neu, dass der aktivste Sub, also der aktivste Subscriber, auch vorgestellt wird. Sprich, wenn ich sehe, einer kommentiert jedes Video, gibt ein paar Tipps, Kritik, schreibt mir, was ich nur anders machen soll oder was gut ist, dann wird er auch vorgestellt. Ja, okay, das war's jetzt erstmal so zu den Regelwerk, sage ich mal. Und jetzt möchte ich euch noch sagen, ihr könnt euch jetzt wie immer wieder mit Hashtag Top-YouTuber, Hashtag Top-Newcomer, Hashtag Top-Designer in den Kommentaren bewerben. Was wollte ich sagen? Verdammt. Genau, bitte seid nicht traurig, wenn ihr nicht dran gekommen seid diese Woche. Aber es kommen so viele jede Woche dran, ihr kommt sicherlich irgendwann dran. Und habt einfach Geduld. Wie gesagt, wenn ihr Top-YouTuber werden würdet, Like, Abo und Kommi ist am wichtigsten übrigens. Ich gucke natürlich immer, ob ihr Abonnent seid, ist natürlich von Vorteil, wenn ihr Abonnent seid. Und des Weiteren, ein Like kann ich nicht überprüfen, gebe ich zu, aber ein Like wäre halt geil, falls ihr dieses Projekt einfach feiert. Gut, wie gesagt, dann wieder ein Kommi schreiben, wenn ihr nochmal teilnehmen wollt, also wenn ihr wieder teilnehmen wollt, und dann kommen jetzt die 5 YouTuber, die ich euch heute vorstelle. So Leute, wir beginnen nun mit den 5 YouTubern, die ich heute vorstellen werde. Zum Ersten beginnen wir mal mit dem aktiven Subscriber, den ich unbedingt nennen will, weil er halt so viel aktiv kommentiert, liked, etc. Und zwar ist das der PlayStation 4 Let's Player. Er wurde halt ausgewählt, weil er Aktivität hat. Ich bin ehrlich, ich habe mir die Qualität seiner Videos nicht wirklich jedes einzelne angeguckt, aber er macht gute Videos, vor allem er macht von allen möglichen Games-Videos. Aber das Ziel hiervon ist ja jetzt eigentlich nur den aktivsten zu nennen. Und bei den anderen bekommt ihr so ein bisschen mehr, was mir gefällt und wo ich vielleicht noch ein bisschen Kritik habe. Aber so, das war jetzt schon mal der aktivste Sub, den ich hiermit präsentieren möchte. Schaut bitte alle bei ihm vorbei, sonst bringt dieses Projekt generell nichts. Und ja, dann beginnen wir mit den drei, also ich habe 3 Top-YouTuber und einen Top-Newcomer. Beginnen wir mit den 3 Top-YouTubern. Der erste Top-YouTuber beginnt mit P und endet mit Anki. Und Punky macht hauptsächlich Minecraft als Videotyp.
seine, also was mir besonders positiv aufgefallen ist die Qualität. Ich glaube, er hat 1080p und meinte irgendwas von 60 FPS. Man kann es nicht auswählen, aber annähernd 60 hat er auf jeden Fall. Was mir noch aufgefallen ist, ist, das Intro ist cool, das Profilbild ist cool und der Schnitt ist gut. Und ja, das war so alles, was mir so ein bisschen gefallen hat. Negative Punkte sind mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Aber wie gesagt, das war so das, was ich sagen möchte. Und hier kommt ein kleiner Ausschnitt. So, der nächste Top-YouTuber, den wir hier haben, beginnt mit L und endet mit Luca. Und zwar ist es der Liked Luca. Der Liked Luca macht auch hauptsächlich Minecraft. Was mir bei ihm besonders gut, also beziehungsweise positiv aufgefallen ist, sind die Thumbnails, die Audioquali, das Intro, der Schnitt und das Gamescom-Video, weil ich finde so Content-abweichende Videos immer ganz cool, wenn man nicht nur so Minecraft bringt. Ich meine, gut, ich mach's gerade nicht besser, um ehrlich zu sein. Aber ja. Und da habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Und zwar hat er in seinen Videos so kleine schwarze Ränder. Ich würde mir wünschen, wenn du das behebst. Aber ansonsten alles super. Schaut bei ihm vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ja, wir machen weiter mit dem dritten Top-YouTuber. Der dritte Top-YouTuber macht ausnahmsweise mal nicht nur Minecraft. Er macht hauptsächlich ein Spiel, das jeder von uns kennt. Es gibt 5 Teile davon. Es gibt Autos in dem Spiel, es gibt Flugzeuge in dem Spiel, es gibt Helikopter, es gibt Polizei, es gibt was weiß ich, was es alles gibt. Das Spiel nennt sich Grand Theft Auto 5. Und dieser YouTuber macht fast nur GTA 5 Videos. Aber die Videos sind gut. Und der YouTuber heißt, wenn er das nicht schon weiß, Optic Max. Und was bei ihm positiv zu hervorheben ist, die Videoqualität, der Content, also Videoqualität meine ich zum Beispiel, also die Szenen, die er da zeigt, sind echt cool geschnitten von den Kameras, Perspektiven und so. Man hat echt so einen Blick von allen Seiten und der verfolgt die mit der Kamera gut und alles so. Das hat mir echt gut gefallen. Also dann noch der Content und das Ideenreichtum, also was er da für Ideen bringt mit diesem Hulk-Mode zum Beispiel, war lustig auf jeden Fall. Bei ihm bitte auch einmal vorbeischauen und Like und Abo bei ihm dalassen, damit dieses Projekt auch irgendwas bringt, aber halt, wenn es halt euch gefällt, ich zwinge jetzt niemanden dazu. Und jetzt kommen wir noch zu der letzten Person, die ich heute vorstelle. Es ist ein Top-Newcomer, der hauptsächlich Minecraft macht. Er ist ziemlich neu, hat an die 25 Abonnenten fast. Er wächst komischerweise ziemlich schnell für einen neuen YouTuber, sag ich mal. Was mir bei ihm positiv aufgefallen... Ja, den Namen sage ich mit Absicht noch nicht. Was mir positiv aufgefallen ist, sind die Thumbnails, die Audio, die Qualität im Generellen und der Schnitt. Und jetzt sage ich einfach mal den Namen, weil dann kommt gleich was mir echt positiv aufgefallen ist. Und zwar ist das der Hashtag Top Newcomer Vax, also VAQZ. Und was mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist, dass ich ihn angeschrieben hatte, weil ich habe schon mal überlegt, ihn Top-YouTuber zu machen. Leider war aber sein Mikro so ein bisschen hellhörig, sage ich mal. Und da habe ich ihn dann halt darauf hingewiesen, habe gesagt, ja, hier, es geht nicht, kann ich nicht Top-YouTuber machen, wenn du nicht was an deiner Audio mal änderst. Ansonsten bist du echt top dabei. Und dann hat er sofort was an seinem Mikrofoneinstellung geändert und jetzt hört sich's echt gut an. Und muss ich sagen, also das war echt positiv, dafür gibt's auf jeden Fall ein Like. Und ja, dann würde ich sagen, schaut bitte bei ihm vorbei, generell schaut bei allen vorbei, die ich vorgestellt habe. Nur mal vorbeischauen und in ein Video reingucken, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch wirklich gefällt. Und sonst bringt das Projekt ja nichts. Sonst kann ich hier so viele Leute vorstellen und es bringt einfach nichts. Und wie gesagt, seid nicht traurig, wenn ihr nicht dran kamt. Das ist echt unnormal schwer, jemanden auszusuchen. Ich habe es mir echt leichter vorgestellt. Aber ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn es wieder heißt Top-YouTuber. Für alle, die sich fragen, wann? Dienstag, aber ich kann keine Uhrzeit nennen. Vor 23 Uhr, denke ich. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, am Dienstag. Ciao, Leute.